Handwerk ist ja ein Beruf mit goldenem Boden sozusagen. Wie kann die Politik dieses Statement jedoch näher an den Menschen heranbringen? Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir frühzeitig in den Schulen nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern beraten im Sinne von beruflicher Orientierung. Wir machen dieses seit 2 Jahren als Pflicht in allen weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg, weil, glaube ich, gar nicht mehr viele wissen, was Handwerk für Möglichkeiten bieten, wie kreativ Handwerksberufe sind und auch welche Aufstiegsmöglichkeiten es da gibt. Da ist viel Wissen verloren gegangen und deshalb ist es gut, wenn wir in den Schulen Schüler und Eltern da gemeinsam ein Stück weit beraten, damit sie den Überblick nicht verlieren, was leicht mal passieren kann. Viele Handwerksbetriebe, die beklagen sich so ein bisschen, dass sie ja auf ihrer Suche nach Handwerkern ja so ein bisschen scheitern. Was kann da die Politik tun, um vielleicht die Verbindung zwischen Betrieb und Handwerkern noch ein bisschen zu stärken, auch das Interesse an diesen Berufszweigen doch zu verbessern? Also zunächst mal geht es darum, was ich eben schon sagte, Aufklärung ist sicher, Wissen ob der Möglichkeiten. Und das Zweite ist auch das Thema beispielsweise von Praktika. Wir haben Praktika in den weiterführenden Schulen deutlich ausgeweitet, wo viele Handwerksbetriebe Gott sei Dank auch tolle Angebote machen. Weil es häufig so ist, wenn Schüler dann mal sehen, was der Beruf tatsächlich in der Praxis bedeutet, bekommen sie auch Lust. Das heißt, die Mischung aus Beratung, aus Praxis und natürlich auch Handwerksbetriebe, die an den Schulen für sich selber werben. Wir haben viele Bildungspartnerschaften an unseren Schulen. Das ist, glaube ich, die Mischung, aus der dann auch der Fachkräftemangel sich verringern lässt. Und in eigenen Worten noch abschließend, wie wichtig ist der Handwerk in der Gesellschaft? Naja, dass wir inzwischen viele haben, die uns ein Haus planen, aber immer weniger, die es bauen. Es ist keine neue Erkenntnis. Und natürlich brauchen wir Handwerk. Baden-Württemberg ist ein mittelständliches, mittelstandorientiertes Wirtschaftsland mit starkem Handwerk. Und wir kümmern uns darum, dass die Fachkräfte der Zukunft auch da sind. In Baden-Württemberg sind übrigens die Ausbildungsplätze nicht zurückgegangen. Und wir haben auch, was Auszubildende angeht, eine relativ gute Deckung der Ausbildungsplätze im Vergleich zum Bundesgebiet. Wir machen viel, unsere Handwerksbetriebe machen viel, aber das ist auch existenziell, weil es auch für viele junge Menschen eine tolle Perspektive bietet. Vielen Dank, Frau Dr. Eisenmann. Danke sehr.